Raub und Totschlag in Vollendung. Ja, Robert, was ist los hier? Ja, hier ist heute die Leine des Grauens in ihrer vollen Pracht und Größe vor dem Kanzleramt. Wir haben es also geschafft, hier 200 Meter Raubmord und Vergewaltigung in 8 Monaten zusammenzutragen, in Zeitungsberichte. Und wenn ihr euch überlegt, dass es im Grunde genommen nur die Verbrechen von 3 Tagen sind, die mittlerweile von Asylforderern in Deutschland begangen werden, und die Dimension schon so riesig ist, dann überlegt euch mal, was in unserem Land passiert. Und es wird alles unterdrückt? Nicht nur, es ist schwierig, diese Artikel zu bekommen, und natürlich kriege ich auch viele neben. Die offizielle Zahlen sind ja vom Bundeskriminalamt, die ich verwende, oder wir. Ne? Also alles immer im Rahmen des rechtlich Möglichen. Aha, und das glaubst du, die Dunkelziffer? Was glaube heißt nichts wissen, ne? Aber natürlich ist die Dunkelziffer extrem hoch und viel größer. Und deshalb sage ich ja, wir befinden uns in einer Art asymmetrischen Bürgerkrieg. Schaut euch das hier an und ihr werdet es sehen. Bei Massenvergewaltigungen haben wir nach PKS einen Anstieg um 82,1%, wenn man bedenkt, dass es sowas vorher in Deutschland eigentlich nicht gegeben hat. Für 2016 haben wir offizielle Zahlen vorliegen. Bei deutschen Tatverdächtigen haben wir einen Rückgang um 3,4%, bei nichtdeutschen Verdächtigen einen Anstieg von 4,6%. Der Anteil von Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit erhöht sich damit um mehr als 40%. 2015 hatten wir rund 270.000 Straftaten durch sogenannte Schutzsuchende. 2016 293.497 Straftaten durch sogenannte Schutzsuchende. Im ersten Halbjahr 2018 hatten wir durch Asylbewerber 133.902 Straftaten. Das macht 773 Straftaten durch Asylbewerber jeden Tag. Schauen wir mal, was die beschönigten Statistiken 2018 bringen. In der Leine hinter mir seht ihr im Grunde genommen die Straftaten von 3 Tagen, was Asylforderer jeden Tag in Deutschland begehen. Eure Träume zerplatzen, das Ausmaß der Lüge wird immer größer. Ihr Linken, ihr Grünen, ihr Träumer, ihr realitätsverweigernden Faschisten, hört genau zu, denn wer Ohren hat, der höre, und wer Augen hat, der sehe. Berlin Pankow. Mein Name war Melanie. Ich war 30 Jahre alt. Es war ein sonniger Frühlingstag und ich ging wie so oft in meiner Mittagspause an die S-Bahn-Trasse, um das Wetter zu genießen, als plötzlich ein Bulgare ohne festen Wohnsitz vor mir stand. Es ging alles so schnell. Er packte mich, ich versuchte mich zu wehren. Ich schlug um mich, ich trat mit aller Kraft, die mir zur Verfügung stand. Aber ich hatte keine Chance. Weil er nicht zum Zuge kam, es nicht schaffte, mich zu vergewaltigen, erdrosselte er mich. Danach schleifte er mich in den nahegelegenen Park und warf mich weg wie Müll. Tot war ich ihm zu nichts mehr nutze. Berlin, Prenzlauer Berg. Ich war 84 Jahre alt. Ich wurde 1934, ein Jahr nach der Machtergreifung Hitlers, geboren. Ich überlebte den Zweiten Weltkrieg, durchlebte wie viele die Spannungen des Kalten Krieges, durfte 1989 die Wiedervereinigung erleben, aber die Veränderungen nach 2015 wurden mir zum Verhängnis. Als es an einem Frühlingsmorgen an meiner Haustür klingelte, ich öffnete arglos. Vor mir stand ein 24-jähriger Schutzsuchender aus Kamerun. Kaltblütig erschlug er mich ohne Vorwarnung und nutzte meinen Rollator als Mordwerkzeug. Berlin. Ich bin 10 Jahre alt und hatte mich so auf die Klassenfahrt gefreut. Als ich erfuhr, mit wem ich mein Zimmer zu teilen hatte, war mir zwar etwas mulmig zumute, aber es würde schon gut gehen, dachte ich.
Als wir abends in den Zimmern waren, fing es an. Sie zogen einem Mitschüler die Hosen herunter, er wehrte sich und als der Lehrer kam, bestand er auf ein anderes Zimmer, was er auch bekam. Ich dachte, wenn ich einfach so mache, als ob ich schlafe, wird schon nichts passieren. Und mein afghanischer Mitschüler vergessen, dass ich da bin. Weit gefehlt. Seine zwei Kumpels, die schon 11 Jahre alt waren, hielten mich fest und mein Klassenkamerad gleichen Alters vergewaltigte mich. Ein Freund von mir, der davon wusste, erzählte es einem Sozialmitarbeiter. Ich konnte es nicht. Als die Schule davon erzählt bekam, haben sie meine Eltern und die Polizei informiert. Wie soll man das auch seinen Eltern erklären? Berlin-Charlottenburg. Ich war 54 Jahre alt und katholischer Pfarrer in einer französischsprachigen Gemeinde in Berlin. Ich war gerne Pfarrer und mir war es schon immer ein sehnlichster Wunsch, anderen zu helfen. In dieser Nacht jedoch stürmte ein neuer Deutscher aus Kamerun in mein Büro und ohne Vorwarnung schlug er mit einem Blumenkübel und einer Holzfigur auf mich ein und zertrümmerte mir den Schädel. Als sei das noch nicht genug, stieß er mir mit einem Stockschirm in die Mundhöhle. Er kam wie ein Tornado über mich, es gab keine Hoffnung auf Überleben. Man könnte hier endlos fortfahren. Es sind mittlerweile so viele Opfer und aus diesem Grund stehen wir hier. Wir stehen hier, weil wir nicht anders können und tun müssen, was getan werden muss. Denn für die Opfer, sofern sie überlebt haben, aber auch für die Angehörigen, bedeutet jede dieser Taten lebenslänglich. Lebenslänglich an Schmerz, Verlust und täglichem Erinnern an das Geschehene. Die Leine des Grauens ist ein mobiles Mahnmal der Schande, ein Mahnmal gegen das Vergessen der Opfer kollektiven Politikversagens. Diese Leine dokumentiert die Gewalt gegen unser Volk, die von einer Regierung des Volksverrates mit Zentrale hier im Rautenbunker in der Hauptstadt der selbsternannten neuen DDR, der Deutschland-Demontage-Republik, geduldet, ermöglicht, verursacht wurde. Die Namen von Opfern wurden genannt, viele weitere Namen sind bekannt und hier gelistet. Alle diese Opfer sind Kriegsopfer. Und das Mahnmal der Schande ist ein Mahnmal für Kriegsopfer. Diese Opfer waren und sind Teil und Glieder der Gemeinschaft unseres Volkes. Und alle sind sie Kriegsopfer, denn wir haben Krieg. Wir leben in einem Krieg, der vor über 100 Jahren begonnen und niemals aufgehört hat. Dieser Krieg findet seine bleibende Nahrung und Angriffsfläche in politisch verordneter Selbstaufgabe und im anerzogenen Schuldkult des Eigenhasses. Dieser Krieg wird heute anders geführt als vor Zeiten. Nicht mit gezielten Flächenbombardements ganzer Städte. Nicht mit durchorganisierten Verhungerungscamps für Hunderttausende Kriegsgefangene. Nicht mit systematischen Massenvergewaltigungen in Siegeruniformen. Nicht mit mörderischen Vertreibungen aus ganzen Landstrichen. Heute reichen Gruppenvergewaltigungen durch kulturfremde Bereicherungsrotten. Heute reichen aufgeklappte Klingen, die in arglose Leiber gestochen werden. Heute reichen Tausende und Abertausende sogenannter Einzeltäter, um unserem Volk dauerhaften Blutverlust zu verabreichen. Heute werden wir im eigenen Land und in den eigenen Städten vertrieben und gejagt, gehetzt und gemeuchelt. An alle diese Opfer, an die Opfer dieses Krieges denken wir.
an junge und an reife Leben denken wir, die dieser Krieg aus dem Körper der Gemeinschaft unseres Volkes gerissen hat. An die Toten von heute denken wir und an die Toten von gestern und von vorgestern. Allen Geschundenen und Gemarterten, allen Zertretenen und Zerschnittenen gilt unser Gedenken. Auch den folgenden vier Opfern des Krieges gegen Deutschland gilt unser Gedenken. Ihre Namen und Schicksale sind allesamt hier in Berlin dokumentiert. Der Leutnant der Reserve, Karl Eschke, wäre heute vor einer Woche 124 Jahre alt geworden. Sein Leben endete im Alter von 20 Jahren am Montag, den 30. August 1915 im Feldlazarett Narajow in der Ukraine. Der Soldat Wilhelm Hasse starb 21-jährig am Frühlingsanfang des Jahres 1917. Vorgestern, vor 123 Jahren, war er zur Welt gekommen. Der gefreite Fritz Hecht wäre in 3 Tagen 105 Jahre alt geworden. Er starb 28-jährig am Sonntag, dem 22. Juni 1941 in Pranz-Kabudis in Litauen. Der Unteroffizier Kurt Georg Dörner schließlich kam am 9. Februar 1945 in Küstrin ums Leben, 5 Wochen und 2 Tage nach seinem 29. Geburtstag. Am 3. Januar 1916 war er in Berlin, Neukölln, geboren worden. Sie alle gehören zu unseren Ahnen. Ihnen allen sind wir es schuldig, für unser Land und für unser Volk einzustehen, für dessen Wohl und Zukunft Sie Ihr Leben gegeben haben. Ihnen allen gebührt unser Versprechen, nicht zu ruhen, bis dieser Krieg einem vertraglichen Frieden weicht, der unser Volk leben und unser Land wieder blühen lässt. Es muss ein Ende haben mit dem Holocaust an den Deutschen, mit dem Genozid am deutschen Volk. Dafür stehen wir und dafür leben wir. Und wir leben auch für die, die nicht mehr leben durften. Und dies alles geloben wir im Namen von Einigkeit, von Recht und von Freiheit für unser geliebtes deutsches Volk und Vaterland. Und im Namen aller Opfer sage ich Danke für eure heutige Aufmerksamkeit und auch für die derer, die im Weltnetz an den Bildschirmen sitzen. Und wenn ich mich nun verneige, dann tue ich das nicht vor diesem Gebäude und seiner Nutzerin. Dann tue ich das für die Opfer, die wir heute beklagen und deren wir heute gedenken. Und ich lade euch ein, in einem stillen Moment mit mir nach innen zu schauen, vielleicht ein paar Momente die Augen zu schließen und den Boden zu spüren, auf dem wir stehen. Denn noch immer ist dies hier unsere Heimat. Lasst uns einen Moment stille sein im Gedenken an die Opfer des Krieges gegen Deutschland.
Thank you.